So, okay, dann wollen wir mal zum Revier fahren. Der gute Roy fährt natürlich wieder alles wie gehabt. Wunderbar. Komm, renn. Mach fertig jetzt. So, jetzt hier. Zack. Und auswählen. Hollywood Revier. Achso, Streife 9 oder Polizeirevier erstmal. Vielleicht erstmal zum Hollywood Revier, Streife 9. Los geht's. Als Ziel festlegen. Go. One-way ticket to Mexico. Old Henry's looking as guilty as a dog next to a pile of dog shit. What's his motive? I can think of a few, but I'd put my money south of the belt. One guy plus two dames always equals problems. Hollywood Revier, Streife 9, 6:24 Uhr am Abend. So, erstmal jetzt hier dem guten Wallace helfen. Ich habe jetzt sogar meine Knarre hier, das heißt, ich kann jetzt theoretisch auch so einen Warnschuss absetzen. So, jetzt komm, Alter. Da ist er doch, da ist er, da ist er. Die rennen hier auf die Baustelle drauf, ist glaube ich nicht so die beste Wahl für die beiden. Alter, hier wird schon direkt geschossen, ey. Alter. Achso, jetzt geht's auch schon direkt ab hier. Zack, kriegt er den, kriegt er den, kriegt er den, Junge. Ich hab alles dabei, Junge. Komm her, Alter. Was willst du? Der da hinten, der kann sich schon gar nicht mehr auf den Beinen halten. Die alte Mütze. So, hier, Alter. Ah, schön in den Rücken. Aua. Ah, zack, kriegst du den. Und, aua. Einer ist noch, ne? Der müsste jetzt hier irgendwo sein. Ja, 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 ja. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Hinter der Deckung. Da ist er. Oh, ja. Pech für dich. Thanks. Outstanding warrant, armed robbery. Knocked over a drugstore back there, and it looks like he brought his whole posse with him. Bad luck for them. They're all yours now. We need some information. Ever heard of a burglar goes by the name of Jimmy LeBlanc? Sure. I nabbed Jimmy on a burglary beef a couple of years back. They cut through a music shop and into a jewelry store. He got 4 years. I miss his partner, though. His partner? Big guy. I had him cornered, and he picked up this huge display case and threw it out a plate glass window. Then he vaulted out of there like something out of Barnum and Bailey. Got away. I would have had him, except for LeBlanc yelling, "Run for it, Willie!" And you think he was an acrobat of some sort? More like a strong man, a wrestler, or a boxer, that kind of thing. Thanks. You've been a big help. You haven't done too badly yourself. Okay, irgendwie so richtig haben wir noch keine Spur. Also wir wandern hier immer von einem Ort zum anderen. Aber so richtige Hinweise und so richtige Beweise kriegen wir irgendwie nicht auf die Kette. Ist ein bisschen schade. Aber vielleicht ja jetzt auf dem richtigen Polizeirevier. Mal schauen. Hollywood Polizeirevier, 6:32 Uhr am Abend. We caught up with Mal. He's given us the dope on LeBlanc. He worked burglaries with a big guy, goes by the name of Willie. He might be our killer. Can you work boxing gyms, the Y, promoters, that kind of stuff? Since when have you started giving orders, Phelps? And where's the burglary angle? There was no sign of a... That's where our net comes in. Next stop, we speak to Lacey about a list of recent burglaries. The guy's a bum. His office is a front, and he's behind on the rent and his phone bill. And he's skipping town tomorrow. Let's get him in and beat it out of him. Do you want to bring in the killer, Rusty? It could be too smart for your own good, Phelps. We've been talking about that, haven't we, Roy? Stefan? Finbar? Sir, I need the contraband list. Items stolen over the last year. Hang on, I'll dig out a copy for you. Here you go. Thanks. So, dann schauen wir mal.
Das Cigarette Case. Alter. Wie soll ich das denn jetzt finden? Moment, Radio Gold Cigar Case. Ja, da haben wir es doch schon. Arnett must be out of his mind trying to move this while under a murder cloud. Und weiter? Fehlt das hier auch noch? Julia Randall's ring. It's here. Ja, und sonst? Vielleicht noch was von Beverly. Noch was? Noch mehr? Ich kann natürlich jetzt hier alles einmal anklicken, aber das wird uns, glaube ich, auch nicht weiterhelfen. Seems Julia wasn't the first bored society girl to hide her bennies in that pillbox. Alter. Ohne Watch. Clothing. Ja. Engagement ring was purloined. Arnett is a cad. Gut, jetzt haben wir alles. Ja, dann Roy, erzähl doch mal. What are we missing? Let's go back to the apartment. Oh nee, nicht wieder zum Apartment, Alter. Da finde ich doch wieder nichts. Das schaffe ich doch im Leben nicht. All right, where to? Ach, oder zum Evestrom Wohnsitz. Fahren wir vielleicht erstmal kurz dahin. Oder? Ja, komm. Schaden kann's nicht. Los geht's. So you and Rusty have been having discussions. Anything you would like to tell me, partner? Phelps, don't be so touchy. Rusty had his best ever clearance rate working with you. Even if the cases he worked on can't be discussed. We were just comparing notes. You're a Boonaroo case man, Phelps. One of the best I've ever seen. Thanks. You gotta learn to take a compliment, Phelps. Eve Strom wohnt seit 6.37 Uhr am Abend. LAPD, ma'am. Is Mrs. Evestrom in? She is. Would you follow me, sir? I am Mrs. Evestrom. How may I help you? We appear to have recovered some stolen goods that belong to you, ma'am. Yes, of course. That terrible burglary. Would you like something to drink? No, thank you, ma'am. We have some questions, if you don't mind. Why would I mind, young man? If you are returning 43 pieces of my property. Okay, before we get down to that, I'll have a scotch. Thanks, straight up. Maria, can you get the detective a drink, please? So, dann erzähl mal als Schachtel. Liste des Diebesguts. Can you describe to us what was stolen? It would be easier to describe what wasn't stolen, detective. A priceless tiara that has been in the family for 50 years. A Fabergé cigarette case that was worth $25,000. Ja, ne? Sie sieht aus, als würde sie lügen. Aber sie sagt doch eigentlich die Wahrheit, oder nicht? Sie guckt ganz komisch. Ich meine, das Etui haben wir schließlich gefunden und, oder? Ist doch so. Sie sagt doch die Wahrheit. Bestimmt. Warum sollte sie lügen? Aber sie lügt. Ich zweifle das mal an. Nein! Who did this burglary? A lot of these cases tend to be inside jobs. How dare you impugn my character? And the character of my staff. If you have no further questions, I suggest you leave. Alter, was ne Scheiße. Einbruchsbericht.
What can you tell us about the burglary? That terrible night, at least a year ago. But let's not go into that. Let's talk about what you've recovered. Das glaube ich ihr mal. Were you in the house when the burglary took place? Good heavens, no. I was at a social function held by a Dr. Harold Stoneman and his lovely wife. I returned home and all of my things were missing. That's about it for now, Mrs. Eastrom. The department will get in touch and let you know how you can recover your valuables. You've only mentioned a few of the items that have been stolen, Detective. What else has been recovered? You see, Phelps, that's why you get the drinks in early. Hello, Mother! Hello, detectives. What is going on? We'd like to ask exactly the same question. You have met my daughter? This morning at work. Oh, Mother and Father divorced. I took my father's name. The detectives recovered some of the things that were stolen, darling. Well, what did you find? A sapphire ring on the corpse of Julia Randall. What are you talking about? Your engagement ring, Miss Swanson. Would you be surprised to know that it was part of the proceeds of a burglary? That's an outrageous allegation! Yes, it is. I suggest we go straight to Henry Arnett's place and sort this mess out. Alter, es wird einfach immer verrückter. Ich glaube, dieser Fall wird einfach eine Bewertung von minus 2 Sternen bekommen. Achso, ich sollte vielleicht erstmal ein Ziel eintragen, ne? Nein! Oh, jetzt. Ja, das war auch super. Ich wollte nämlich eigentlich hier. So, jetzt Orte und jetzt da oben. Ne, Annettes. Moment. Annettes Apartment, ne? Da wollen wir hin. So, los geht's. Du kommst mit, Püppchen. We're missing something here. Arnett is obviously arranging the burglaries. That's my fiance you're making scurrilous accusations about. And Randall was obviously his partner. But neither of them are the type to creep apartments. You're being ridiculous. Both of you. There's a very good explanation for all of this. What a sock in it, sister. You're being played for a patsy and you're not even smart enough to see it. Tja, ganz schön hart, aber... Oh, fuck. Aber vielleicht sogar wahr. So, wo ist er denn jetzt? Ach, schön, hier mit den Sonnenstrahlen. Ich bin jetzt echt mal gespannt, ob sich der Fall jetzt hier schon aufklärt. Oder ob wir jetzt am Ende doch nochmal zu dem Apartment des Opfers müssen. Ja, ich glaube, das wird diesmal keine gute Bewertung. Aber muss ja auch nicht immer sein, ne? Man kann ja auch mal Fehler machen. Kann man sich auch mal leisten, finde ich. Oh, wo ist er denn jetzt? Alter! So, alles klar. Kein Problem, kein Problem. Ach, guck mal, Hollywood. Hollywoodland. Interessant. Oh, ja. Sehr schön. So, hier. Alter, wie weit ist das denn noch? Achso, Sirene an. Ne? Jetzt dürfen wir das wieder machen. So, wir fahren jetzt... Moment, wir fahren jetzt hier mal rechts rein. So, hallo, 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 vielen Dank. Alter, wie weit dieser Weg ist. Leck mich am Arsch. Oh Gott. Jetzt hier wieder schön Sachschaden kassieren. Macht auch immer Spaß. So, Hallöchen. So, jetzt sind wir ungefähr auf einer Höhe. Jetzt fahren wir hier nochmal rein. Achso, jetzt ist das hier so behindert. Dann gehen wir jetzt so hoch, dann gehen wir jetzt... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Ja, und so natürlich... So natürlich nicht. So, jetzt sind wir da. Hallöchen. Arnetts Apartment, 7.12 Uhr am Abend. So, dann wollen wir mal, Püppchen. Let's find out who your fiance really is.
Welcome, sir. I'm sorry, are you a resident? Nope. Well, isn't this just nice and awkward?